Die Blindenschule ist ein ganz besonderes Projekt für uns und da hängt wirklich unser Herz dran. Es ist einfach wunderbar zu sehen, wie sie dort aufgenommen werden und wirklich ein lebenswertes Leben dort haben und einfach umsorgt werden. Uns ist dann besonders ein Kind aufgefallen, das eigentlich ein Gesicht hat wie eine Oma und ist erst 6 Jahre alt. Und dann wurde uns erzählt, dass die Mutter das Kind auf dem Rücken hatte und sie hat sich gebückt und das Kind fiel mit dem Gesicht voraus in kochendes Wasser. My name is Zuxa Khatun. Was wir gerade gehört haben, sie hat aber eine super Stimme. Sie ist 6 Jahre alt und kann mit dieser Gabe dienen. Das ist wunderbar. Und diese Schule hier hat sie aufgenommen und sie lebt jetzt hier, wird hier betreut und geht hier zur Schule. Da passt man einmal nicht auf und dann ist das ganze Leben eigentlich kaputt. Und wenn man dann keine Hilfe bekommt wie hier, dann ist man eigentlich hier. Sowieso, wie Schutt. Die Kinder werden auf den Abfallberg geworfen. Und der wird immer wieder verbrannt. Und dann sparen die Leute sich die Beerdigung sozusagen. Aber dieses Kind wurde aufgenommen und darf jetzt mit all den anderen zusammen sein, bekommt Nahrung, bekommt Ausbildung. Und das ist wirklich auch ein Segen für dieses Kind. Das Missionswerk Karlsruhe hilft dort, wo es kann. Nicht nur in Indien, sondern auch in Deutschland, Südafrika und in Israel.